Mario Maker. Wir bauen jetzt mal wieder einen Level. Unseren ersten wirklichen eigenen. Aber wir sind immer noch hier. Ah. Amiibo können deine Möglichkeiten beim Levelbau erweitern. Berühre mit einem Taktpunkt des Wii U Gamepads, während du einen Level baust, um spezielle Elemente verwenden zu können. Ja, das wollte ich ja im letzten Part schon ausprobieren. Es geht aber nur in Super Mario Bros. Style. Nehmen wir auch mal die Oberwelt, die ist ein bisschen... Ja, ein bisschen einladender. Okay, dann versuchen wir das mal. Ah, tatsächlich. Earthbound, Ness. Sehr geil. Eine neue Figur für den Fragezeichenpilz ist jetzt verfügbar. Ah, nee, das wollte ich nicht. Okay, ich wollte einfach nur den hier hinziehen. Ah, okay. Und jetzt? Haha, wie geil! Jetzt spielen wir mit Ness aus meinem Lieblingsspiel Earthbound. Sogar eine Gewürzgurkenpose, wie geil. Sogar das Geräusch, das kommt, wenn man einen Kampf gewinnt. Wie cool. Okay, dann werde ich mal versuchen, ein Level zu bauen. Das wird ein Desaster. Also, das klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, das war jetzt noch keine große Meisterleistung. Was ich auch hier habe, ist der 8-Bit-Mario Amiibo. Der für dieses Spiel extra erschienen ist. Einfach mal einscannen. Okay, alles sieht sehr, sehr retromäßig aus. Wir sind groß und alle Gegner sind jetzt plötzlich Mario-Fans. Ja, herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag, Mario. Wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Nee, diese Gegneranordnung gefällt mir jetzt nicht wirklich. Wie Mario hier Angst hat. Ja, Mario, ich will dich doch nicht töten. Ich will meine Röhre hier irgendwo hin.
Da rein kommt eine Piranha-Pflanze mit... Eine Piranha-Pflanze mit Flügeln. Aha. Jetzt ist die rot. Wieso auch immer. Und wir können Blöcke zerstören. Das ist schon mal keine so schlechte Idee, was wir hier machen. Bald sind neue Elemente verfügbar. Probiere so lange die bereits vorhandenen Elemente aus und lasse deine Kreativität freien Lauf. Ja. Was können wir noch machen? Ich bin immer am Überlegen. Also, hier kommt die Piranha-Pflanze. Dann, wartet mal kurz. Pokémon Rote Edition, Blaue Edition, Pummeluff. Ja, anscheinend funktionieren die Pokémon Amiibo trotzdem. Ich dachte, die Pokémon Company hasst Amiibo, aber anscheinend nicht. Das freut mich. So, Pummeluff ist jetzt da in der Röhre. Mal sehen, wie das dann aussieht. Kommen jetzt dann unendlich viele raus. Aber eigene Themes haben die Pokémon anscheinend nicht. Schade. Hätte ich mir gewünscht. Wir haben noch nicht viel. Ich weiß, es gibt einen Trick, wie man sich alles schneller freischaltet, aber das möchte ich jetzt nicht machen. Mit dem, was wir bisher haben, kann man noch nicht viel machen. Aber ich versuche mein Bestes. Das ist auch recht böse. Okay, dann machen wir hier mal ein paar Fragezeichenblöcke hin. Ach schade, man kann keine Flügel in Fragezeichenblöcke machen. Egal, dann fliegt der eben davon. Soll's auch mal hingeben, ne? Kann man auch einen Fragezeichenblock in einen Fragezeichenblock machen? Nein, das wäre aber lustig gewesen. Ich habe eine Idee.
Ja, dann kann das Ding hier aber weg. Wir machen hier jetzt eine Blockade vor das Ziel. Und hier eine Röhre hin. Ich glaube, wenn man... Naja, das wollte ich jetzt nicht machen. Wenn man Mario hier reinzieht, dann... Okay, das funktioniert anscheinend doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, vergesst dann, was ich vorhatte. Okay, wir haben schon 11 Minuten voll und immer noch keinen gescheiten Level hingekriegt. Was denn? Gute Ideen brauchen ihre Zeit. Spielen wir erstmal den Level, so wie er jetzt ist. Obwohl, jetzt habe ich doch eine Idee. Ja. Jetzt ist mir doch noch eine Idee gekommen. Machen wir das Ziel mal ein bisschen heran. Geht das? Ja. Ja, bleib stehen. Dann kommt in den Fliegen noch mal einer. So. Dann muss man sich nämlich diesen Pilz holen. Um dann hier durchzukommen. Und das Ziel zu erreichen. Ich weiß, es gibt spektakuläreres. Aber es ist schon mal ein Anfang. Und dann darf man sich nicht danach den Ness holen und auch nicht den Pummelhof. Wenn man das doch versehentlich getan hat, dann muss man hier diesen Block betätigen. Wenn man das dann nicht geschafft hat, ja, dann hat man verloren. Perfekt. Wie gesagt, es gibt spektakuläreres, aber für den Anfang reicht's. Ja. Obwohl, nee, den Level hier brauche ich nicht mehr. Gib dem Level einen Namen. Megapilz. Ich nenne ihn einfach Megapilz. Jetzt können wir den auch hochladen. Aber ich glaube, das Internet hat noch, ja, im Internet gibt es schon bessere Level als meinen. Das lohnt sich nicht, den jetzt hochzuladen. Ich beende dann einfach mal den Part und, ja, im nächsten Part können wir ja mal gucken, was so die Leute alles, ja, gebaut haben. Und das spielen wir dann. Vielleicht komme ich dann auch auf ein paar neue Ideen. Ja, aber das war jetzt erstmal der Level-Editor, den wollte ich euch erstmal zeigen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.